Zum Tagesgespräch begrüße ich John Kornblum, den ehemaligen US-Botschafter in Berlin. Grüß Sie. Guten Morgen. Ich habe mal eine provokative Frage vorweg. Für einen Amerikaner vielleicht nicht ganz so leicht zu verkraften, aber ist Wladimir Putin der eigentliche starke Mann und alle im Westen, inklusive Barack Obama, schauen zu, wie er das Spiel leitet? Ja, natürlich. Das ist aber sehr oft der Fall, wenn ein autoritärer Führer, der genau weiß, was er will, gegen Demokratien auftritt. Demokratien haben, wenn sie wollen, den Nachteil, dass sie eigentlich eine demokratische Meinungsbildung machen müssen. Und einfach sofort zurückzuschlagen, ist für Demokratien schwierig. Man könnte 15 verschiedene Beispiele bringen. Aber in fast den meisten Fällen, solche Leute, die zuerst hart zuschlagen, machen das auch ohne Kontrollen und verlieren am Ende. Und das wird dieses Mal auch der Fall sein. Aber wir schauen vielleicht weiter zu, wie wir bei der Krim dann letztlich dann doch zugeschaut haben und jetzt das Ergebnis eben fast stillschweigend akzeptieren. Naja, stillschweigend nicht. Ich meine, ich nehme an, dass es heute neue Sanktionen vorbereitet werden und vielleicht bekannt gegeben. Das wird Russland treffen. Aber es stimmt, die Rhetorik ist ein bisschen anders. Und dann findet man, ich sehe, der polnische Premierminister hat heute Morgen gesagt, er wünschte ein bisschen mehr Aufregung von Deutschland. Und ich glaube, wir würden das alle gern sehen, dass Deutschland sich ein bisschen stärker auch rhetorisch in die Sache einsteigen würde. Aber die Rhetorik klingt ja momentan, wenn man zumindest Moskau zuhört, ein bisschen nach kaltem Krieg. Ist es das vielleicht? Ja, das kann sein, aber Putin hat so eine Art mindestens Stellvertreterkrieg angefangen. Und die Diplomatie, wo ich ja viele Jahrzehnte war, ist immer eine Frage von ausgewogenen Methoden und Stufen. Und nur zu sagen, wogegen wir sind, dass wir gegen Krieg oder gegen den Kalten Krieg, hilft uns nicht, wenn wir einen solchen Gegner wie Putin haben. Haben wir denn zu wenige Instrumente, vielleicht auch zu wenig Sensibilität oder zu starke Sensibilität gegenüber Russland, gegenüber Putin? Naja, das ist eine längere Frage. Instrumente sind da, wo Russland wirklich, wenn sie wollen, bestraft werden wird. Und das fängt schon an, ist nicht mehr durch Sanktionen von Regierungen, die vielleicht helfen, vielleicht nicht, sondern durch die internationalen Märkte. Der Unterschied zwischen jetzt und, sagen wir, 1980 im Kalten Krieg ist, dass Russland jetzt voll integriert ist in internationalen Märkten. Russland hat glücklicherweise auch die volle Bewegungsfreiheit. Und Sie sehen, dass viele Russen und viel russisches Kapital einfach, wie man sagt, mit den Füßen wählt und sie hauen ab. Was Putin jetzt macht, ist eine noch weitere Schwächung einer Volkswirtschaft, die schon länger schwächelt. Und da brauchen ihre westlichen Regierungen eigentlich gar nichts zu machen. Also ist wirtschaftlicher Druck, den man vielleicht nebenbei noch aufbaut und das, was sich von selbst ereignet, das eigentliche Mittel, mit dem man überhaupt Putin beikommen kann? Naja, wie gesagt, in einer solchen Lage muss man genau überlegen, welche Instrumente man hat. Die NATO-Staaten haben mit Recht, finde ich, auch klargestellt, dass sie nicht vorhaben, militärisch einzugreifen. Das würde wenig helfen und würde auch für die Ukraine nicht positiv sein. Wenn das der Fall ist, dann sind die Instrumente, die man hat, erstens die Solidarität, die ist bis jetzt bemerkenswert geblieben. Aber zweitens natürlich gibt es denn verschiedene Druckmittel wie Sanktionen, wie Entschließungen in internationalen Organisationen etc., die dazu dienen sollen, den in diesem Fall Abtrünnigen zu zeigen, dass man sein Verhalten nicht akzeptiert. Ich muss mal noch eine grundsätzliche Frage stellen. Wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir jetzt gerade stehen? Wie konnte das möglich sein? Gab es vielleicht auch Versäumnisse des Westens in der Vergangenheit, dass ein Putin überhaupt so weit gehen konnte oder dass er sich so weit vielleicht sogar wehrt? Naja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben nicht aufgepasst. Und das gilt für die Vereinigten Staaten als auch für Europa. Man hatte die erste Phase der NATO- und EU-Erweiterung sehr glimpflich hinter sich gebracht und es hat auch Riesenvorteile gebracht. Die EU hat dann ihre Nachbarschaftspolitik, nicht nur Ukraine, sondern ein paar andere Staaten in der Gegend. Und
meines Erachtens hat das eher als technisches Instrument benutzt und vielleicht nicht so sehr auf die strategische Bedeutung geachtet. In den Vereinigten Staaten sind wir im Moment verloren in Abbau von Irak, Abbau von Afghanistan, Aufbau der Wirtschaft, und die amerikanische Diplomatie seit eigentlich 10 Jahren ist nicht so aktiv und auch nicht so wirksam, wie es früher war. Klare und offene Worte von John Kornblum. Herzlichen Dank dafür nach Berlin. Ich bedanke mich.